also deshalb jetzt nochmal die zwei Rückmeldungen. Einmal waren Sie das und Sie dorthin. Bitte schön. Ja, wollten wir auf eine Aktion zu sprechen kommen, die im März letzten Jahres Frau Eigner gemacht hat, so gut wie die Tonne. Und ich hatte mir das ausgedruckt, und wenn man denn liest, was mit diesen Produkten, weshalb sie denn so gut für die Tonne sind, die Produkte erreichen nicht die von der Lebensmittelindustrie und Handel geforderten Standards für bestimmte Handelsklassen hinsichtlich Ware oder Größe. Ein weiterer Punkt ist, das Produkt genügt nicht der unternehmensinternen Qualitätskriterien. Die sind gut genug in der Tafel. Die Leute in der Tafel setzen dann die Brille auf, damit sie nicht sehen, was sie essen. Wie tief ist eigentlich Deutschland gesunken, wenn man sagt, im Handel kann man nicht bringen, aber zur Tafel, wo dann der Abschaum sitzt, wo der asoziale Pakt sitzt, wie der Unterschicht genannt wird, da, die können denn essen. Für mich ist sowieso die Stigmatisierung in Deutschland, Oberschicht, Mittelschicht, Unterschicht, was ist denn eigentlich für ein Staat, der sich solche Einteilungen gefallen lässt? Wo leben wir eigentlich? Und dann noch ein Wort zu den Behinderten, da fällt mir der Unfall ein, der Brand am Titisee in den Behindertenheim. Da hatte man erst gesagt gehabt, ja, wie ist denn das passiert? Auf einmal war ein Ofen da, dann hat man nicht gewusst, wo ist der Ofen her, dann war er an dem Weihnachtsmarkt und dann wurde jetzt gesagt, der wurde falsch bedient von der Betreuerin. Aber die Betreuerin kann man jetzt mehr fragen. Die Betreuerin ist ja leider mit uns Leben gekommen. Was mich nicht an dieser ganzen Sache stört, ich spreche oft mit Behinderten, geistig Behinderten, die in solchen Werkstätten arbeiten. Ich war auch letztes Jahr noch im Bundestag, da war ein Symposium mit 200 mit den ernsten Behinderten, dass wir mal eine Stimme hatten. Da habe ich gesagt, ihr redet vom ersten Arbeitsmarkt für die Behinderten. Die Leute wollen erstmal ihre Würde wieder haben. Denn was man mit diesen Leuten macht in den Werkstätten für geistig Behinderte, hat mit Menschenwürde nichts, aber auch gar nichts zu tun. Man tut nämlich so, guckt mal, die Leute sind glücklich, dass sie Arbeit haben. Wie es den Menschen innerlich geht, juckt niemand denn. Und das finde ich, das ist unerträglich. Und daher komme ich wieder auf das, was ich vorhin gesagt habe, dass Artikel 1 bei uns nur noch eine Anreihung von Worte ist und keinerlei Bedeutung damit ist. Naja. Ich wollte nochmal auf das Thema Integration und Inklusion kommen. Ich finde es auch eine paradoxe Bewegung, weil auf der einen Seite sind wir immer inklusiver und können immer mehr ab und wir sind da alle furchtbar tolerant, aber in den Ländern werden wir umso ausschließender. Und das ist eine Haltung, die kann einem überall im Alltag begegnen. Dieser Blick, was hast du denn hier verloren, du gehörst doch nicht dazu. Ja, was willst du denn jetzt? Muss ich gar nicht bedienen. Darf ich jetzt eigentlich auch ausschließen? Und die subtile Zustimmung im Sinne von, ja, wir wollen doch nur das Beste, wenn es zum Beispiel dann darum geht, das Wohl der Kinder. Wenn jetzt irgendwie massenhaft Kinder irgendwie erfasst in Schulen, in Jugendeinrichtungen, auf der Straße, wo es heißt, die werden alle Kinder erzogen. Die Schwänzen, das geht über und das betrifft sozusagen die, was du vorhin gesagt hast, die müssen ja nur nicht erzogen werden, die Roma-Kinder, die sollen in Erziehungsheimen, die sollen erzogen werden. Diese Bewegung findet ja auch statt, aber die wird ja gar nicht kritisch hinterfragt. Das wird einfach, es ist da irgendwie viel klarer und rassistischer und hier ist es verdeckt. Man kann den Inklusionsbegriff vor allem zustimmen und es fällt den Menschen dann auch nicht mehr auf. Wenn die Müssen nur sagen, ich mache meinen Job, zeige ich das Kind beim Jugendamt an, in der Brunnen greift, wenn die Kinder an der Scheibe wischen, am Kotti auf, im Görli, die Frau verteilt die Oma-Familie, wenn sie ihr Essen macht und die Wäsche wäscht oder
Das ist unglaublich normal. Ja, also ich noch mal einen anderen Aspekt reinbringen. Vor allen Zeiten, als es den Unterdrückung gegeben hat, auch immer Widerstand und Solidarität. Und dazu ist mir jetzt erstmal Problem gesagt worden, der Arzt hat sie mir anklingen lassen. Ich sage mal, ich kann über Dinge reden, die jetzt, weil ich hier wohne, unmittelbar, weil es in 500 Meter Umkreis passiert. Hier ist in der Schule ein neues Flüchtlingsheim eingerichtet worden. Das hat sofort sowohl von der Verwaltung als auch von Anwohnern und auch von der Diensteinrichtung, die hier ist, solidarische Maßnahmen gegeben. Die Kinder gehen alle zur Schule, ganz normale Schule, sage ich mal. Es wird erfragt auch in der Jugendeinrichtung, was gebraucht wird. Das ist natürlich keine ideale Lösung für dieser Schule. Die wollen sich eigentlich gar nicht für ihre eigene Übergangssituation. Da wird also auch massiv danach gesucht, wo Wohnraum ist. Aber dieser Situation ist ja völlig umgekrempelt worden hier. Da finden ja Leute, die geringen Verdienst haben, kaum was. Insofern sage ich mal, sind diese Aktionen das war alles ziemlich gleich, weil die Stadt hier einfach ihre Aufgaben nicht erfüllt. Und dieser Prozess wird wahrscheinlich dann auch wieder in diese Richtung gehen, wie es allgemein hier passiert, dass es dann in meiner Stadt verdrängt werden, weil da noch ein paar Wochen Freiheit in Marzahn und Hellersdorf. Aber ich habe auch eine andere Veranstaltung besucht, vor 14 Tagen war ich in Köln, wo eine Sumi-Party gemacht wurde. Wo Sinti und Roma, ich habe jetzt bloß den Namen von dem Verein vergessen, am Buchen, weil wir hier nicht die waren mit dort und auch Mittel gesammelt. Wir hatten dort auch ein Podium mal darzustellen, was die ganze Familie in ihre Situation nochmal dargestellt hat. Es gibt Leute in dieser Stadt, weil die in, auch in der Wagenburg zeitweilig quartieren, bietet, die können bloß nach. Fahrtrupper, sag ich mal, in diesen tristen Zustand bringen. Aber ich sage mal, das ist wichtig. Und das müssten wir auch sehen, dass wir das andere Leute dazu auch animieren, nicht die Augen zuzumachen, sondern auf diese Leute auch einzugehen und auch zu unterstützen. Und ich würde noch eine Sache erwähnen, also mein Leiter von hier vom Freundeskreis Ravensburg hier, wo unsere Mitarbeiter gewesen sind. Dadurch haben wir auch immer wieder sehr beeindruckende, manchmal furchtbare Erlebnisse. Und meine Mutter hat mir jeden Tag nicht vergessen, wie eine Oma, junge Oma-Frau von einem Schäferhund, von einem SS-Mann zerrissen wurde. Das war die eine Sache. Die andere Sache, die ich erlebt habe vor ein paar Jahren, war eine Oma-Frau aus London zu uns gekommen. Wie berichtete, wie sie nach Auschwitz 1944 kam. Und dann war ja dort, wurde er beräumt und ein Großteil kam auch nach Ravensbrück. Dadurch kam sie, die hat ihre Familie verloren, dadurch kam sie aber nach Ravensbrück. Und sie hat Ravensbrück als 8-jähriges Kind überlebt und lebt nur in heutzutage. Und damit will ich uns einfach mal unterschreiben. Widerstand, Solidarität, darf es immer. Wir brauchen davon mehr. Ja? Und ich muss sagen, als Antifaschist fühle ich mich auch marginalisiert. Und der Begriff Marginalisierung, der führt eigentlich, oder die AK führt eigentlich immer zu unbewusst dazu bei, dass diese, was in der Bundesrepublik soll ich erlebe, dass alle in einzelnen Gruppen verteilt werden, doch irgendwo zusammengefügt werden. Ich habe jetzt auch schon mal mehrere Sachen teilgenommen der Ausstellung und finde das unheimlich wichtig, dass wir nicht immer mehr vereinzelt werden in irgendwelche Opfer und Interessengruppen, sondern dass wir uns vereinen und sagen, wir wollen zusammen eine andere Gesellschaft haben. Wie nun heißt, Paradies auf Erden oder Sozialismus oder noch anders, ist mir wurscht. Es muss menschlich zugehen.